Hallo? Habt ihr schon mal solche Spuren im Wald gesehen? Oder solche Wühlspuren? Sie gehören dem Wildschwein. Warum man zwar Wildschweinspuren, aber sehr selten Wildschweine zu Gesicht bekommt, wo und wie Wildschweine leben und wie sie mit dem Hausschwein verwandt sind, erfährst du in diesem Video. Das Wildschwein ist der wilde Verwandte des Hausschweins. Vor über 8000 Jahren wurde das Wildschwein domestiziert, also gezähmt und speziell gezüchtet. Bei der Züchtung achtete man vor allem darauf, dass sich das Fleisch verbessert. Aus dem hochbeinigen, schlanken Wildschwein ist allmählich das Kurz. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com